Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und heute haben wir einen Bogen, den haben wir gestern beim Aufräumen gebaut. Und ja, was soll ich sagen? Uns fehlt noch ein Hafter oder Halter oder wie auch immer das heißt, da wo man die scheiß Pfeile reintut. Hier. Alle auf dem Scheiterhaufen. So, das ist mein Holzvorrat jetzt. So, und ja, dafür brauchen wir. Oh, okay, ich hab's gefunden. Ah, ich hab's doch letztens erst gesehen. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist das Fleisch weg. So. Wir haben ja an der einen Stelle noch den Bären gehabt. Vielleicht ist er noch da, ich weiß es nicht, vielleicht liegt er da noch. Denn ich brauche höchstwahrscheinlich sein Fell. Solange kommt der Bogen hier wieder rein. Ja, schade, dass ich den noch nicht benutzen kann. Wir müssen Leder herstellen, ja. Ein Dry Animal Ding haben wir ja. Das habe ich hierhin getan, ne? So, ach, wir bekommen 8 Stück davon. Ah! Müssen wir doch nicht auf die Jagd gehen. Cool. Können wir das direkt herstellen? Hier, Tactical Quiver. So. Wir brauchen das Klebeband. Was brauchen wir noch? Nicht gemerkt. 10 Komponenten. Ja, wir sind langsam out of Components. Ne, ja. Und das brauchen wir auch. So. Das Ding ist, wenn wir sterben, ist das natürlich weg. Wir sollten also jetzt vermeiden zu sterben. Ich habe einfach noch zu wenig Erfahrung. Ich hätte so einen Typ machen lassen sollen. Aber ich muss ja eh damit jetzt los. So, Pfeile. Der Bogen. So. Wie mache ich denn das jetzt? Ah, okay. Wieso kann ich den Bogen jetzt nicht nutzen? Was ist hier los? Hey, brauche ich dafür andere Pfeile oder? Ich habe meine Sticks nicht hier, ne? Oder? Nein, die Sticks habe ich nicht hier. Mann, ich will mit dem Pfeil und Bogen schießen. Was ist denn los? Wo sind meine Sticks? Ich will doch nur Pfeil und Bogen nutzen. Fünfzig Minuten, ich dreh durch. So, okay, jetzt aber. Ach, jetzt geht's. Okay, wir haben Hunting Arrow für menschliche Feinde und das hier für Tiere. Und wir können sie wieder aufsammeln.
Oh, jetzt geht's los, Freunde, jetzt geht's los. Zielübung. Wo sind die denn alle? Ich wünschte, ich könnte hier aus dem Fenster schießen, aber es geht nicht. Das wäre so cool. Okay. Alles klar, er schläft auf dem Boden. Zombies! Wir Schießübung machen. Was brauche ich denn, um ein Bett herzustellen? Kann ich das auch direkt machen? Ja, ne? Ja. Der will bestimmt ein Bett haben. Oh, das geht eigentlich, ne? Ich glaube, so ein Bett haben wir. Oh, es geht los, okay. War noch nicht neblig genug. Holy shit. Die sind zu weit weg, ne? Ich will nicht näher rangehen. Alter, Leute, mach keinen Scheiß hier. Okay, ja. Fallbogen für Tiere. Alter, wach auf. Tu was. Lass den Scheiß. was zum? Scheiße, Mann. Rifle. Scheiße. Er tut nichts, er ist verwirrt. Ist er oben? The fuck? Wie, ich kann nichts trinken. Okay. Fette Belagerung gehabt. Wieso ist der so verwirrend gelaufen? Ach Gott. Okay. Shotgun-Munition ist immer gut. Ich fühle mich ein bisschen verarscht von den Zombies, aber ansonsten geht's mir gut. Ich
hasse das, wenn sie das tun, ne? Die schreien immer zuerst und dann machen die gar nichts. Was für Abschaum. Gut, er ist kaputt. Das alles ist auch kaputt. Komm, wir schlafen eine Stunde. Super. Jetzt habe ich zwei Verbackte, ne? Eine hängt hier fest und der andere ist eine Puppe. Geil, einfach geil. Und ihr seht schon, wie wichtig das ist, die Dinger hier zu reparieren. Die laufen da einfach durch und freuen sich dann erst ab. So, einfach hier stehen und ein bisschen farmen. Dann passt das schon. Ah, guck mal, da ist einer gespawnt. Hallo. Danke für deine Hilfe übrigens. Du bist sehr hilfreich. Kann ich dir irgendwie eine Waffe in die Hand legen? Ah, oh, er ist nicht mehr kaputt. Kannst du einen Hammer nehmen? Ein Hammer ist keine Waffe. Schade. Sag mal, wie lange ist denn der Nebel noch da? Okay, solange der eine sich nicht zu mir umdreht, gehe ich da auch nicht hin. Ich warte nämlich hier, bis sie hierher kommen. Kann ich notfallshalber in das Auto springen hier. Ich hab doch eine Krankenschwester, ne? Heile mich. Yes. Ja, sollst mich heilen. Ach, werde ich in ihrer Nähe geheilt oder so? Oder bin ich im Moment allgemein recht fit? Kann sein, dass sie in der Nähe ist und ich deswegen Heilung bekomme. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hört langsam auf. Ich habe doch bestimmt hier irgendwo noch ein Messer oder so für dich, ne? Die habe ich natürlich alle drüben in der Garage. Bin auch so schlau. Und jetzt verteidige meinen verdammten Schuppen. Hier. Besser kriegst du nicht. So, Nebel hört langsam auf, also komm her. So, schon ist vorbei. Noch ein bisschen Munition abgezwackt. Ein bisschen Essen bekommen, ja. Im Großen und Ganzen ein guter Fund. So. Zeit wieder 9mm zu sammeln. Munition. Okay, das mit Pfeil und Bogen war jetzt nicht so cool. Stecken die Pfeile jetzt wenigstens hier überall noch fest? Hier im Auto habe ich hingezielt, ne? Verschwinden wahrscheinlich nach einiger Zeit. Schade. Schade, schade, schade. Ich find's gut, dass du dich drinnen rumlungerst und dich hilfst. Wenn mal wieder Not am Mann ist. Da ist meine ganze Munition verschwunden. Ah. Ganz vergessen, dass hier noch ein bisschen was rumlag.
So, die Munition behalte ich erstmal. Der Rest kommt rein. Da hat einer wieder Salz verloren. Toll. Munition, ja. Sehr schön. Gut, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Bogen. Ich meine, gegen Menschen wird er wahrscheinlich sehr hilfreich sein, weil ich mich da ziemlich nah ranschleichen kann. Aber gegen Zombies lohnt es sich halt überhaupt gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Vor allem diese ganz normalen Pfeile. Very low damage. Habe ich gemerkt. Also komplett nutzlos, der Kram. So, das kommt mal mit hier rein. So, das kann dann hier rein. Wartet, wir nehmen das hier mal mit. Wir müssen unsere Fenster reparieren, ne? Hilft ja alles nichts. Ich brauche noch ein paar Nägel. So, Mr. Soldat, tu was für dein Geld. Solange werde ich mich nämlich gleich verziehen erstmal. So, Ersatzteile habe ich hier keine mehr, ne? Duct Tape. Ja, wir packen erstmal das Zeug hier wieder rein. Das können wir später wieder rausholen. Ach, ich habe jetzt keinen Bock. Ich werfe das hier alles auf den Boden. Alles, was so nutzlos erscheint. Ich hasse es aufzuräumen. Ein paar Teile, also wichtige Teile, werde ich jetzt aufräumen und den Rest werfe ich einfach irgendwo in die Ecke. Habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, okay. So, habe ich noch irgendwas, was weg muss? Ich behalte mal den Bogen. Kann man ja immer noch gebrauchen, für den Fall der Fälle. Und dann ziehen wir einfach los. Wir haben jetzt zu viel rumgealbert hier. Müssen wir wieder irgendwas erreichen. So, ich will mal ein Stück vorankommen hier. Mal gucken, was es noch so Schönes gibt. Mal einen kleinen Ausflug machen. Und mit vollen Taschen dann wiederkommen. So, hier waren wir ja schon mal. Hier fahren wir easy dran vorbei. Die Nacht kann ich auch im Auto überwintern und schneiden. Habe ich auch kein Problem mit. So, bis hierhin sind wir gekommen. Das ist unser Ende. Ich dachte, da läuft eine Person. Lol. Was haben wir denn da? Eine Gas Station. Ich mach den mal aus, sonst ist der zu laut. Ich höre nichts. Zusätzliche Liter. Das nehme ich doch mit. Keine Zombies? Sehr schön. Eine Wasserflasche mehr. Gut. Da lag doch irgendwas. Ich habe es ganz genau gesehen. Da. Ja, aufsammeln. Wichtig. Ah, Ersatzteile, ja. Gib mir den ganzen schönen Kram. Was kann ich mit Metall fertigen? Alles Mögliche machen.
Ich frage mich, ob es halt gewollt ist vom Spiel, dass man immer weiterzieht. Das ist hier die Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht reicht es ja schon aus, um das Spiel durchzuspielen, wenn man einmal im Auto komplett durch die Map fährt. Hallo? Willst du das nicht mitnehmen oder so? Dann halt nicht. Dann lasse ich es halt. Schauen wir uns erstmal hier in der Gegend hier komplett um, ne? Ach, ich habe die Crowbar nicht dabei. Die brauche ich aber. Shit. Was ist denn mit dir passiert? Ah, ich habe aus Versehen gedrückt und habe mich dabei erschreckt, wie sonst was. Okay, ich brauche meine Crowbar. Ah, ich hätte einen Ersatz-Crowbar hier hinten haben müssen, ne? So wie Ersatzteile habe ich gar nicht dabei. Gott. Hallo, Steuerung? Steuerung ist gerade ganz seltsam gewesen. Konnte gar nicht richtig steuern, der ist einfach gegengefahren. Ja, wir müssen aber kurz zurück, Leute, sorry. Ganz vergessen, mein Zeug mitzunehmen, was wir für eine Tour brauchen. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Höchstwahrscheinlich werden wir gleich wieder angegriffen, weil wir kurz weg waren. Handbremse. Heilige Scheiße! Habe ich mich erschrocken. Wer ahnt denn, dass da jemand rumlungert? Wieso liegt da was auf dem Boden? Achso, das gehört dahin. Oh nein, das sind jetzt irgendwelche Typen oder was? Kacke. Ich will doch hier einfach nur weg. Okay, nutzen wir die Zeit und gehen schlafen. Und es hat sich bestätigt, ich kann angeschossen werden. Im Auto. Das heißt, nichts mit überfahren. Schade eigentlich. Habe ich vor Schreck habe ich das Licht angemacht. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht angegriffen werde. Ansonsten du wirst mich schon retten. Mir geht's eigentlich ganz gut. Gehen wir schlafen? Ich weiß es nicht. Holen wir erstmal das ab, was er gebaut hat. Was auch immer wieder haben wollten. Nägel, stimmt. Gut, dann reparieren wir erstmal. Bauen uns zusätzlich nochmal eine neue Crowbar, weil die andere ist höchstwahrscheinlich im Arsche. Eine Stunde. Uah. Ich muss lernen, sowas meinen Untergebenen zu machen zu lassen. Damit ich mehr Zeit habe. Ja, jetzt haben wir eine Crowbar. Ob sie. Ups. Ob sie angelockt worden sind durch meinen Schuss? Haben sie den Schuss gehört und dachten sich, ja, da gucke ich mal vorbei? Oder sind sie echt auf dem Weg zu mir? Haben da eine Pause gemacht. Das ist so teuer, ey. Das nächste Mal lasse ich es bleiben und ja, keine Zombies. Zu viele Fenster hier. Hi. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn er da durchläuft. Oh, ja gut, 60% muss reichen. Vor allem geht er kaum. Der Hammer geht ja nicht mal richtig kaputt, weißt du? Er ist einfach da. Und stört. Na gut, schlafen wir uns mal richtig aus. Höchstwahrscheinlich werden wir dann wieder angegriffen von irgendwelchen Hoshis. Sag mal, willst du mich verarschen? Mach doch nicht die Tür aus Spaß zu.
Okay, schlafen wir mal zuerst 5 Stunden oder 6. Macht doch die gottverdammte Tür zu. Was ist denn los mit euch? Ich werde noch so draufgehen. Ich will das trinken. Kannst 0,04 Liter nicht trinken oder was? Ich weiß es nicht. Nein, das war eine. Oh, das war zu viel. Hey, Scott, aufstehen. Hängst du jetzt auch da in der Ecke rum, ja? Finde ich gut. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Auto hin? Es wurde geklaut. Nein, das habe ich ja diesmal hier geparkt. Gut, werden wir kurz mein Zeug los und dann versuchen wir mal uns an den Typen zu rächen, die da gerade waren, die uns angeschossen haben, frecherweise. Wie konnten sie es wagen, mich anzugreifen? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie Stimmen höre. Sind die vielleicht schon hier? Wollen die mich schon töten? Okay, ich gehe am besten zu Fuß. Na, dann verlieren wir nicht so viel. Aber das erst morgen. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.